Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fans 2019. Der Weltmeister steht fest, der Vize-Weltmeister noch nicht. Und da wollen wir hin. Herzlich willkommen zum vorletzten Grand Prix in dieser Saison. Herzlich willkommen zum großen Preis von Brasilien. Ja, schön, dass ihr dabei seid wieder heute. Wir wollen natürlich heute den Angriff auf den zweiten Fahr-WM-Platz beginnen. Mit einem guten Ergebnis hier in Brasilien. Einer meiner absoluten Lieblingsstrecken. Ich hoffe natürlich, dass wir hier gewinnen. Wir haben letzte Woche unseren 8. Saisonsieg geholt. Den 2. hintereinander. Und das wollen wir jetzt natürlich auch hoffentlich weiter so fortführen und heute den 3. hintereinander holen. So, gucken wir mal. Was haben wir denn hier für schöne Sachen? Wettervorhersage, Qualifying und Rennen trocken. Das ist eine sehr, sehr gute Information. Dann haben wir sogar gar kein... Beim Glück haben wir gar kein verregnetes Wochenende. So... Ja, dann gehen wir mal ins erste freie Training, liebe Leute. Ich habe Setups übrigens für alle Rennen und auf alle Individualitäten, also alles gut. Es regnet zwar in Sao Paulo, aber keine Sorge, das heutige freie Training muss nicht unterbrochen werden. Wir starten bald ins Wochenende hier in Interlagos. Stefan Römer, wie viel Zeit werden die Teams hier investieren, um Änderungen an den Autos vorzunehmen? Sieh mich da nicht so an. Ich habe mich genau wie alle anderen auch auf eine trockene Session gefreut, vor allem wohl die Techniker in der Boxengasse. Sie haben am meisten damit zu kämpfen, weil ein Großteil der offenen Fragen betreffend Autoeinstellungen und Gewichtsverteilung nur bei trockenen Verhältnissen beantwortet werden kann. Die Last der Verantwortung für den Fahrer ist ebenfalls ein Thema in Trainingssessions bei solchen Wetterverhältnissen. Es gibt wenig zu gewinnen, aber viel zu verlieren, vor allem wenn man die Kontrolle über das Auto verliert und einen Schaden verursacht. Und wenn das passiert, könnte man das restliche Wochenende hinterherhinken. Ja, so ist das auf jeden Fall. Und das ist, wie gesagt, der Teaser zum großen Preis von Brasilien gewesen. So, wir gucken, ob Hopp mal in die Trainingseinheiten. Gut, alles. Das wird die einzige nasse Session gewesen sein. Oder wird die letzte, wird die einzige nasse Session im gesamten Rennkalender. Also Brasilien haben wir natürlich auch in das Setup. Welch eine Überraschung. Dann let's go. Ins erste nasse Training hier. Sind da, glaube ich, 18. Runden, die wir dann am Sonntag sehen. So, anreisen hier mit dem Williams. Wie gesagt, wir wollen hier gerne den 8. Saisonsieg hintereinander, den 9. Saisonsieg, 8. aber ja, mittlerweile den 3. hintereinander holen. Und vielleicht, wie gesagt, uns da in den Vize-Weltmeistertitel fast. Ja, sicher können wir den heute nicht, das können wir jetzt nächste Woche, aber wir müssen auf jeden Fall Valtteri Bottas schlagen. Zweiter müssten wir werden. Um ihn diesen Platz. Ah, genau das meine ich halt. Ich muss mal gerade was umstellen. Das wollte ich verhelfen. Ich muss, weil ich fahre im Regen in Deutschland tatsächlich mit der kompletten. Mit einem kompletten. Mit der kompletten TK-Attraktionskontrolle. Die mittlere fahre ich dann im Quali. Auftakt dann wieder erst. Dann fahre ich dann wieder, wenn es trocken ist. So rum ist es richtig. Mein Gott. Ich weiß gar nicht, was ich so sage manchmal. Ich mag diese Strecke. Wir wollen hier natürlich im Idealfall gewinnen. In den USA haben wir es ja geholt. In Mexiko haben wir gewonnen. So, Nordamerika liegt uns. Haben wir geholt. Genauso wie Kanada übrigens auch. Also wie gesagt, Nordamerika alle drei Rennen gewonnen.
Vettel mit einer schnellsten Runde 1:22.5. Wobei ich nicht glaube, dass wir da rankommen an die Zeit. Nee, auf keinen Fall. Ach, sieht schon mal besser aus, der Auftakt hier. Gut, für Vettel ja wirklich trockenes Setup. Das wäre natürlich, er würde auch den riesen Abstand erklären. Das würde den riesen Abstand auf jeden Fall nach vorne erklären. Vettel 22,4. Wir werden jetzt gleich auf 24,5,4 kommen. Also eine 2 Sekunden Rundschnelle, ruhig. Aber ich sag jetzt auch ein bisschen. 22,5. Oh, dann gehen wir mal zurück in die Garage und probieren wir das Trockensetup mal aus. Setter mal. Aber wenn das Ding jetzt gerade so trocken ist, dann gehe ich wieder auf die Trockensreifen. Probieren wir es auf Medium. Ist eh zu. Die Reifen sind. Die Runden sind. Die Strecke ist eh trocken. So, dann kann ich nämlich auch mal auf meine mittlere Traktionskontrolle zurückgehen. Dann haben wir das auch soweit. Wobei die 3,5 auch wunderbar funktionieren. Also ich weiß nicht, was ihr habt, aber die Mediums. Okay. So viel zum Thema, die Reifen funktionieren. Na, dann ist die Strecke noch nicht trocken genug.
Sogar Bestzeit Sektor 2, aber das ist doch keine Überraschung. Das wird eh eine neue, komplett neue Bestzeit werden. Ja, Ricciardo fährt aber auch die Bottas als 19er Zeit, ja, die knacken wir noch. Bestzeit auf Medium. Langes erstes Training heute. Die ganzen Lennon Norris 1.17.3. Und die Zeit werden wir jetzt gleich holen. Wir werden jetzt gleich 1.16 fahren, 1.16.3 fahren. Also eine Sekunde schneller als Norris. Alles mal einige schneller hier. Da müssen wir noch mal eine Runde fahren müssen, um da noch mal ein bisschen was zu holen, weil ich weiß nicht, wie viel da wir jetzt sind, aber wir sind immer aber ziemlich am Ende des Feldes. P17 ist natürlich alles andere als gut. Zur Zeit ist 16.2. Also da müssen wir auf jeden Fall noch mal eine Runde setzen. Das sollte ich doch ohne Probleme knacken können. Minimal langsamer als der Mexikaner. Was die Wehrmann betrifft, haben wir ja eh nichts mehr zu melden. Das ist natürlich jetzt blöd, dass der Bottas genau da vor mir klebt in der, mit der Zeit. Jetzt reicht aber die Bestzeit zu fahren im zweiten Sektor, wobei die Zeit doch schneller sein müsste. Aber jetzt habe ich den Vorteil, dass ich hier jetzt... Boah, Alter, du Sack, geh mir nicht auf den... Der zieht so rüber, dass ich nicht vorbeikomme. Verstappen holt direkt die Bestzeit. Ja gut, das ist das Problem, ne? Ich hatte jetzt einen Bottas die ganze Zeit vor mir kleben, dass ich nicht an die Zeiten rankomme. Lewis Hamilton, 12.5. Ja, auch die Zeit hätten wir vielleicht packen können. So, jetzt sieht die Zeit wieder deutlich besser aus.
Scheiße. Das reicht nicht, um vorne dabei zu sein. Hamilton wieder vor mir. Aber wenn es auch nur knapp ist. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Hamilton, Richter und Max Verstappen. Das war's. Das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Mhm. Ja, das war das erste freie Training. Ein langes freies Training geht zu Ende. Auf jeden Fall hier in Brasilien, wenn die anderen beiden nicht so lange fahren. Das kann ich euch schon mal sagen. Es werden keine 6 Runden werden. Wo ich relativ kurz ist. Naja, guck mal. So, gehen wir rein ins T2, liebe Leute. Ich will nicht schnell eine Runde fahren, also gehen wir jetzt auf die Softreifen. Nachher soll es nochmal ein bisschen regnen, also hier mit dem Training, aber dann sind wir, glaube ich, durch. Und in Abu Dhabi wird es hoffentlich keinen Regen geben, nächste Woche zum Abschluss. Ist auf jeden Fall eine gute Runde vorhanden, um halt die Chance haben, das Ding mal zu jetzt wieder zu rufen. Also knapp hinter Lewis Hamilton, das hat schon fing in den USA damals ja Gott sei Dank gewonnen und hier müssen wollen wir es natürlich auch gerne gewinnen. Baku war ja auch so eine Strecke, wo wir eigentlich hätten wir locker was hätten gerne mitnehmen können. Weber Bestzeit auf Medium, aber die Bestzeit wird jetzt gleich definitiv fallen. Und zwar an 11.9. Die hat auch gereicht, um eben auf 1 zu fahren. Kleiner Quersteher drin, dem ja ein bisschen die Runde versaut. Nicht um.
Sektor 1 wieder gut. Violett. Neue Bestzeit. Mal durch. Das ist, glaube ich, eh egal. Jetzt fahren die nämlich alle auf den auf Winters und so. Naja, fahren sie nicht. Fahren durch. Aber eine Sekunde von Nico Hülkenberg und fast eine Sekunde zumindest. Fahrzeuge, die Ziellinie überquert haben, schauen wir noch einmal die drei Bestplatzierten. Richter, Verstappen und Kevin Magnussen. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Was sind da die Konkurrenten? Hamilton auf 20 mit den harten Ricciardo, Vettel, Bottas. So kann man auch mal leben. Das war T2 schon. Und jetzt gehen wir direkt ins T3. Das vollste freie Training für die Saison. Müssen wieder auf Mediums gehen. Wir haben gar keine Soft. Gehen wir auf Medium. Da brauche ich die Hard nicht fahren. So, schauen wir mal. Vorletzte freie Training diese Saison. Der große Preis von Brasilien nächste Woche wieder nochmal der Abschluss in Abu Dhabi und dann sind wir durch mit Saison 1. Und dann geht es um ein neues Team. Wer weiß, welche Teams uns Interesse haben. Ich glaube, es sind einige, aber wir schauen mal, welche Angebote wir reinkriegen. Mal gespannt. Also Top-Teams wird es wahrscheinlich keins werden, zumindest nicht in der nächsten Saison.
Aber ich schau mal, wie die auch die anderen Teams sich aufstellen, ne? Wenn ja viele Teams sich jetzt auch noch mit einem neuen Fahrer holen. Na, schauen wir mal. So. Ja, es ist 12:05, wenn ich mal in 12er Zeit mit dem Auto, also mit dem das Setup scheint von Spurz zu gehen, ja, ne? Wir haben leider keine Soft mehr, wo ich jetzt sagen könnte, ich versuche mal was auf Softs. Die wird noch besser, die Runde. Die 102, also 12:04 kriege ich jetzt vielleicht noch mit hin. Das würde dann uns ein bisschen entlasten hier. Deswegen ist es gerade wichtig, dass wir fahren. Bei 5 Minuten, das sind 3 Runden vielleicht. Aber gerade die Runde durch ist. Nichts zu sehen von Bottas, also haben wir die Riesenchance hier tatsächlich auf also den WM's Vize-Weltmeistertitel werden wir nicht kriegen. Das kriegen wir nicht hin. In der Fall kommen wir hier 26 Punkte und wenn Bottas nämlich nichts holt, dann haben wir nämlich 23 vor. Also es würde nicht ausgehen. So, dann war es das schon mit dem Training. Wie die Zwischenzeiten sind. Oh, so gut. Hamilton, nur im zweiten Sektor. Wie den zweiten Sektor. Ah gut, die anderen sind wir. Hamilton im ersten vor. Und im letzten auch nur knapp. Da scheint der Mercedes meines besser zu liegen als unser Williams. Aber wie gesagt, schauen wir mal, wie es in der nächsten Saison wird. Mit dem neuen Auto dann. Schauen wir mal, wohin wir. Deswegen werde ich auch nicht mehr viel entwickeln jetzt. Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Richter, Hamilton und Max Verstappen. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Jo, dann haben wir das auch. Wow, Respekt, auf jeden Fall gute Ergebnisse. Auf jeden Fall Platz 1 und Platz 8 für die Williams. So, wunderbar. So kann man auf jeden Fall mal leben. Aber gut, wie gesagt, das mag auch vom Wetter her ein bisschen sein, weil alles ab Bottas, Platz 10 fährt Inters. Deswegen erklärt auch, warum Bottas nicht so weit vorne ist. Gut, das war das vorletzte Training, liebe Leute, schon.
toller Tag. Wie denken Sie darüber? Ja. Heute haben Sie im Training wirklich alles gegeben. Testen Sie neue Komponenten? Im Training waren Sie richtig schnell. Werden wir im Qualifying ähnliche Zeiten zu sehen bekommen? Klasse, das war dann alles. So. Dann war es das, wie gesagt, mit dem Qualifier. Müssen wir nochmal kurz neu ein bisschen was umbauen im Auto. Gut, aber wie ich vorher gesagt habe, doch alles trocken. So. Was hältst du hiervon? So, fahren wir da um. Dann haben wir das auch erledigt. Gut. Das war's mit dem Training. Wir sehen uns wieder morgen mit dem Qualifikationstraining zum großen Preis von Brasilien. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Fans 2019.